Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es wird heute um ein Thema gehen, zu dem ich so viele Anfragen immer wieder von euch bekomme, weil ich dazu ja schon mal was gedreht habe, nämlich zum Thema Periode. Und ich glaube, irgendwie ist das Thema echt sehr interessant für alle Mädchen und Frauen. Auf jeden Fall, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich bin sozusagen Moderatorin vom OB-Kanal und deswegen ist dieses Thema bei mir jetzt im Kopf irgendwie so drin, dass ich mir dachte, vielleicht werde ich die Gedanken los, indem ich ein Video auf meinem Kanal dazu drehe und euch einfach ganz viele Tipps und Tricks und Hacks und Facts und so weiter in dieses Video reinpacke. Und ich habe sogar eine Liste gemacht. Und ich hoffe halt auch, dass ich euch so ein bisschen mit dem Video so die Angst nehmen kann vor dem Thema, weil es ist schon, glaube ich, etwas, wovor man immer Angst hat oder so Bedenken hat, bevor es kommt. Aber es ist was vollkommen Normales und ihr braucht euch nicht dafür zu schämen oder euch schlecht zu fühlen deshalb, weil, keine Ahnung, das gehört halt einfach dazu und jedes Mädchen, jede Frau da draußen wird euch verstehen. Aber ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps was anfangen und dass sie euch das Leben erleichtern. Los geht's, bevor ich noch mehr Quatsch laber. Okay. Nein, mir sind ganz viele Tampons gerade runtergefallen. Okay, wir fangen einfach mal an mit ein paar Basics. Und zwar, das sind Binden, das sind Slip-Einlagen und das sind Tampons. Falls ihr es nicht gewusst habt. Okay, für die Älteren von euch war das wahrscheinlich jetzt keine Neuigkeit, aber mir ging es echt so lange Zeit so, dass ich vor allem halt nicht unterscheiden konnte, was sind jetzt Binden und was sind Slip-Einlagen, weil beides sieht ja im Prinzip relativ ähnlich aus. Binde, Slip-Einlage. Erstens, die unterscheiden sich durch die Größe, aber zweitens, das ist der viel, viel größere Unterschied. Slip-Einlagen verwendet man halt so zwischen den Tagen, also jetzt nicht, um halt Periodenblut aufzufangen, sondern halt um so den Ausfluss, der sonst noch eventuell rauskommt, aufzufangen. Und das wusste ich sehr lange Zeit nicht. Und Binden wiederum, die haben hier auch diese Flügelchen, die benutzt man halt aus demselben Grund, weshalb man auch Tampons benutzt, nämlich während der Periode halt zum Schutz. Und das wollte ich irgendwie nochmal kurz voranstellen, weil erstaunlich viele Leute wissen das, glaube ich, nicht. Mir ging es ja auch super, super lange Zeit so und deswegen, ja. Was ihr natürlich nur am Ende benutzt, das ist vollkommen euer Ding. Und ich habe halt die ersten 2 Jahre lang auch nur Binden benutzt, weil ich das irgendwie scary fand mit den Tampons. Aber ja, im Prinzip reicht halt, wenn man eines davon benutzt. Aber es ist ja häufig so, gerade bei so jüngeren Mädels, wenn man die Tage gerade bekommen hat, dass sie sehr unregelmäßig sind und vielleicht auch mal sehr viel leichter und mal sehr viel stärker. Und ich hatte das echt so, dass es wirklich zum Teil auch ziemlich stark war. Und dass eben dann so ein Tampon in der Größe, in der ich es gerade hatte, vielleicht nicht ausgereicht hat. Dann, wenn ihr euch wirklich richtig, richtig unsicher fühlt, dann könnt ihr einfach beides gleichzeitig natürlich tragen. Also ja, auch wenn ihr vielleicht überall lesen werdet, immer nur eines benutzen. Ihr könnt auch beides gleichzeitig benutzen und irgendwie gibt es einem vielleicht so ein bisschen Sicherheit. Oder ihr kombiniert einfach einen Tampon mit einer Slip-Einlage, weil das gibt auch nochmal so ein kleines bisschen Schutz. Der nächste Tipp. Wenn euch eure Periode wirklich irgendwie in der Schule überraschen sollte und ihr habt wirklich gar nichts dabei und steht da und eure Freundin hat auch nichts oder ihr wollt sie nicht fragen oder irgendwas, versucht es mal im Sekretariat. Bei mir in der Schule gab es das nämlich immer und die Sekretärin war auch mega nett und verständnisvoll und die hatte so ein ganzes Körbchen voll, halt mit Produkten. Und die hatte da Tampons, die hatte Binden und hat einem da immer gerne weitergeholfen. Und ich glaube, das wird an vielen Schulen so sein. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Besser als ganz ohne dazustehen. Wenn ihr euch aber irgendwie nicht traut, die Sekretärin zu fragen, auch wenn wirklich nichts Schlimmes dran ist und ihr immer noch nichts habt, dann könnt ihr wirklich als allerschlimmste Notfalllösung ganz, ganz, ganz viel Klopapier einfach um euren Slip wickeln. Ist nicht ideal, ist nicht optimal, aber fängt zumindest ein kleines bisschen was auf und dann seid ihr zumindest für ein bisschen längere Zeit sicher. Und wo wir schon mal bei dem Thema sind, damit es euch eben nicht passiert, dass ihr komplett ohne Binden, Tampons, was auch immer halt rumsteht, gewöhnt euch einfach an, in jeder Tasche, die ihr habt, einen Tampon oder eben eine Binde, je nachdem, was ihr benutzt, dabei zu haben. Also auch, wenn ihr gerade nicht eure Tage habt, weil die Sachen sind so leicht und klein. Und häufig ist es doch so, dass es einen irgendwie überrascht, wenn man gerade damit nicht rechnet oder man vergisst es einfach, dass es bald kommt und dann steht man ohne da. Und wenn ihr eh immer irgendwas dabei habt, dann seid ihr ein Held. Besonders auch für Freundinnen, die nichts dabei haben und euch dann fragen. Das ist der nächste Hack. Kleber und Labello, sehr gut. Jetzt fragt ihr euch so, warum? Stellt euch vor, ihr seid im Unterricht und irgendwer fragt euch, hey, hast du mal einen Tampon? Genau die Situation, von der ich gerade gesprochen habe.
dann könnt ihr euch so ein kleines DIY-Versteck sozusagen basteln. Ich meine, es wäre schön, wenn man irgendwann an dem Punkt wäre, wo es einem halt vielleicht nicht peinlich ist, einfach ein Tampon so jemandem anzureichen. Weil, wie gesagt, das ist halt eigentlich normal. Aber ich glaube, die Realität sieht häufig anders aus. Und gerade wenn irgendwie auch noch viele Jungs zugucken, ist es einem vielleicht ein bisschen unangenehm. Deswegen, ein super Versteck sozusagen zur Tarnung sind entweder leere Kleber oder eben diese leeren Labellos. Tada, da passt das nämlich prima rein. Und wenn ihr dann gefragt werdet, könnt ihr halt einfach entweder den Prittstift oder den Labello reichen. Und was mir auch mega wichtig ist, halt wirklich, dass das jedes Mädchen weiß. Nur weil ihr eure Tage habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr jetzt auf Sachen verzichten müsst, dass ihr keinen Sport machen könnt. Oder viele denken ja, sie könnten nicht schwimmen gehen oder müssten irgendwie halt, weil sie Bauchschmerzen haben, einfach zu Hause rumliegen. Und es ist aber tatsächlich so, dass Sport halt auch Krämpfe lösen kann und dass man sich eben doch bewegen kann und einfach das tun sollte, was man normalerweise auch mag. Weil wenn man sich halt häufig so verkrümelt zu Hause und einfach irgendwie so negativ ist, dann fühlt man sich direkt auch schlechter und dann werden vielleicht sogar eure Schmerzen ein bisschen schlimmer. Während halt, wenn ihr euch ablenkt, es vielleicht besser wird. Versucht es einfach mal. Ich meine, wenn ihr jetzt wirklich richtig, richtig schlimme Schmerzen habt, dann solltet ihr natürlich zum Arzt gehen, klar. Da gibt es dann auch spezielle Schmerztabletten für. Aber wenn es halt so aushaltbar ist, sage ich mal, dann könnt ihr einfach ganz normal an eurem Leben weiter teilnehmen. Weil überlegt euch mal, wenn ihr euch jedes Mal einschränken würdet, wenn ihr halt eure Tage habt, wie viel euch einfach von eurem Leben entgehen würde und das wäre mega schade. Also, apropos Schmerzen, es gibt ja häufig so Geschichten, dass halt Mädchen irgendwie richtig, richtig starke Schmerzen vor ihrer Periode haben oder halt während der Periode. Und es ist aber halt nicht so, dass wirklich jeder schlimme Schmerzen hat. So zum Beispiel ich merke das eigentlich so gut wie gar nicht. Deshalb, wenn ihr noch nicht eure Tage habt und irgendwie voll Angst habt davor, dass ihr richtig schlimme Schmerzen haben werdet, wartet erstmal ab, vielleicht betrifft euch das überhaupt nicht. Wenn ihr aber dann doch so Bauchschmerzen haben solltet, dann gibt es einiges, was man halt dagegen machen kann. Und zwar fangen wir mal an mit einer Wärmflasche. Hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause und die Wärme lindert das halt so ein bisschen. Was weniger auffällig ist und was ihr auch super gut benutzen könnt, sind so Menstruationspflaster. Die gibt es in der Drogerie und das sind eigentlich Wärmepflaster. Also die aktivieren sich von alleine und die könnt ihr einfach so auf euren Bauch draufkleben. Die sind auch ganz dünn, also man sieht da auch nichts. Und dann geben die halt auch ein bisschen Wärme ab. Außerdem, apropos Wärme, kann halt auch Baden richtig schön nochmal so die Krämpfe ein bisschen lösen. Dann so der Klassiker. Ich kann es irgendwie selbst nicht mehr hören. Ganz viel Tee trinken und Wasser. Und was wohl eher die Schmerzen so ein bisschen schlimmer machen kann eventuell, ist tatsächlich Koffein. Also wenn ihr halt irgendwie schwarzen Tee trinkt oder Kaffee oder sowas, darauf lieber ein bisschen mehr verzichten, auch wenn es schwer ist, besonders wenn ihr so kaffeesüchtig seid wie ich. Und was auch mega gut hilft, sind so magnesiumhaltige Sachen, also zum Beispiel Nüsse, wenn man die isst, oder sowas wie Bananen oder wo auch immer Magnesium noch drin ist. Googelt es einfach mal. Was vielleicht relativ offensichtlich ist, wenn ihr wisst, ich bekomme bald meine Tage, zieht vielleicht nicht die weiße Jeans an, sondern eher was Dunkles. Darauf sieht man Flecken nicht so sehr. Auch wenn es ganz ehrlich jetzt nicht so häufig vorkommt, dass die ganze Jeans irgendwie voll läuft. Weil das ist ja wirklich so die Angst irgendwie, die glaube ich jedes Mädchen gerade vor der allerersten Periode hat, dass man irgendwie mitten im Unterricht seine Tage bekommt, aufsteht und eine weiße Hose anhat und alle gucken drauf. Aber ganz ehrlich, wie viele Mädchen in der Situation habt ihr in eurem Leben schon gesehen? Ich meine, es bräuchte schon echt viel Flüssigkeit sozusagen, um halt wirklich so einen riesigen, auffälligen Fleck zu machen. Und insgesamt blutet man als Frau so durchschnittlich 60 Milliliter während der gesamten Periode. Und das ist ja echt nicht so viel. Deswegen, da braucht man jetzt auch nicht so die Panik vorzuhaben. Und wenn ihr doch irgendwie so die Befürchtung habt, oh Gott, vielleicht ist da jetzt ein Fleck und ich kann da jetzt nicht hingucken, ohne irgendwie voll auffällig zu sein, dann bindet euch einfach eure Jacke halt um die Hüfte oder irgendwie euren Pulli, was auch immer ihr gerade anhabt. Und keiner muss es erfahren. Dann, was mega hilfreich sein kann, damit man halt immer vorbereitet ist, wenn die Periode kommt, ist einen Kalender zu führen. Und es gibt 1 Million Apps, die ihr euch runterladen könnt, die auch kostenlos sind, wo ihr dann halt einfach eintragt, wenn ihr eure Tage habt. Und wenn man das über einen etwas längeren Zeitraum macht, dann sieht man halt so die Regelmäßigkeit und wann die Tage kommen. So klar, gerade bei jüngeren Mädchen kann es sein, dass sie nochmal unregelmäßiger kommt. Und wenn ihr euch keine App runterladen wollt, dann könnt ihr halt den Kalender auch einfach so aufschreiben. Also dann in der oberen Zeile einfach die Monate von Januar bis Dezember, genau. Und dann macht ihr einfach ganz, ganz viele Spalten für die Jahre sozusagen unten drunter. Und dann schreibt ihr euch in jede Spalte einfach für jeden Monat, für jedes Jahr, wann ihr gerade eure Tage bekommen habt. Und auch so habt ihr einen relativ guten Überblick darüber. Aber wie gesagt, das könnt ihr auch ohne Papier machen, wenn ihr halt einen Kalender als App runterladet.
Ich glaube, so das Wichtigste ist echt, habt nicht zu viel Angst davor und versucht so das Positivste draus zu machen, was ihr könnt. Ich weiß nicht, das ist generell so ein bisschen mein Lebensmotto und das trifft eben auch, finde ich, sehr gut auf die Situation halt zu, weil die Periode ist jetzt nicht so was total katastrophal Schlimmes und man kann so viel halt tun und heutzutage muss sich da auch keiner großartig einschränken. Ihr könnt euch ja denken, was ich halt benutze, halt Tampons einfach, ich bin total überzeugt davon. Ich glaube auch eigentlich benutzen das so ziemlich alle meine Freundinnen, aber, und das finde ich super wichtig, jeder von euch muss halt zu seiner Zeit rausfinden, so was für ihn das richtige Produkt ist, weil das ist einfach so eine persönliche Sache und jeder empfindet halt alles ein bisschen anders und nur weil eure Freundinnen jetzt alle das und das benutzen, müsst ihr das nicht benutzen. Also deswegen fangt einfach an, womit ihr euch wohlfühlt und wenn ihr irgendwie nochmal wollt, dass ich so ein spezielles Video mache zum Thema Tampons benutzen und Tamponmythen oder sowas, also sagt einfach Bescheid, ob ihr Lust hättet, sowas zu sehen oder nicht. Ich verlinke euch jetzt am Ende hier und hier meine letzten Videos und vergesst auch nicht, mir auf Snapchat und auf Instagram zu folgen. Das wird alles hier für euch verlinkt sein, falls ihr da noch nicht unterwegs seid und auch in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, das Video konnte weiterhelfen. Falls ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!